just drive. I wanna be the only one to make it to the light. I'll take it to the edge where I lived a thousand lives. And maybe I could be the one riding to the setting sun tonight. Just drive. Hallo und herzlich willkommen hier in Imola. San Marino, großer Preis von San Marino. Wir sind wieder da, melden uns zurück mit unserer F1 1999 Saison mit Rettel, unserem amtierenden Weltmeister, und dem Bubi, der das Steuer bei George übernommen hat. Hallihallo. Und bevor wir jetzt große Reden wieder schwingen, erstmal schnell die Startaufstellung, damit die Bots uns alles kaputt machen, und das ist sehr unfair. Ich hasse die Bots dafür. Ich hoffe, ihr hasst sie auch. So, auf der Pole. Die dritte in Folge. Vielleicht schaffe ich heute meinen Hattrick, außer Rettel macht es mir kaputt. Das ist meine größte Gefahr. Ich auf der Pole und jetzt wird es mir zu laut. Dann Ralf Schumacher hat ganz großes Kino heute gemacht im Qualifying. Auf dem zweiten Platz. Ich würde sagen, darüber wird auch noch später gesprochen. Dann der Rettel ganz knapp auf der 3. Ich glaube, ihm haben 0,4 Sekunden gefehlt. Auf 0,3. Dann sein Teamkollege Coulthard, also heute wird's. McLaren legt sich heute ins Zeug. Dahinter Jarno Trulli im Prost. Da freut sich bestimmt jemand, der das gerade hört. Dann der Johnny Herbert im Stewart auf der 6. Bubi schafft es auf die 7 im Jordan. Dahinter im Arrows Pedro Della Rosa. Dann der Benetton von Giancarlo Fisichella. Olivier Panis im zweiten Prost runden die Top 10 ab. Dann unser Crash-Pilot Barrichello auf der 11. Alesi der auf der 12. Noch nicht hat. Ja, aber ist er noch? Hat er noch einen Ruf? Ja, ja, ja. Dann Marc Genet auf der 13. Villeneuve im BAR auf der 14. Heinz-Harald Frenzen, der Teamkollege von Bubi, auf der 15. Mika Salo auf der 16. Alexander Wurz auf der 17. Zanardi auf der 18. Schumacher nach einem sehr schwachen Qualifying. Da gab es, glaube ich, Probleme mit dem Gaspedal. Auf der 19. Und Pedro Diniz nach einer 10. Strafeversetzung, 10 Plätze plus wegen Brasilien, auf der 20. Takagi 21 und Baduer 22. Das ist jetzt noch nicht hier, ich merke gerade, es ist noch gar nicht umgeändert hier in der Startumstellung. Aber Diniz wird von ganz hinten starten. Und Panis wird auch von weiter hinten starten, merke ich gerade. Der wird nämlich nicht von der 10 starten, sondern von der 20. Und wer war es noch? Jean Alesi wird statt von der 12 von der 17 genau beginnen. Da es in Brasilien Zwischenfälle gab, die nicht hätten sein müssen, die hoffentlich hier nicht wiederholt werden, weil das wäre extrem schade. Und ja, ich würde dann mal sagen, das Wort wird dann erstmal an Rettel übergeben, der vielleicht was erzählen kann. Aber noch was Kleines dazwischen. Es gibt auch ein paar Regeländerungen. Die kann man ja auch mal sagen. Es gab da kommt der Rettel wieder Wut im Brand. Ich gebe doch mal das Wort an den Rettel. Den Rettel vor allen Dingen. Der Rettel kann immer so schön erzählen. Und ich rede immer, ich bin sowas wie der. Ich sag's lieber nicht, denn ich gebe über jetzt einfach zum Rettel. Los, Rettel, ja, rede. Ja, hör einfach auf. Ich höre einfach auf zu reden. Ja, wie gesagt, gerade in der Qualifikation, wir haben schon drüber gesprochen. Der Abstand zu Ferrari nicht mehr so groß wie in den ersten beiden Rennen. Nur noch 3/10. Wir machen Fortschritte bei McLaren. Das Auto ist nach wie vor nicht so, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, was so passiert in diesem Rennen. Imola 99 für das McLaren-Team. Eigentlich kein gutes Pflaster. Mika Häkkinen damals in Runde 18 sein McLaren in Führung liegend in der Variante Wasser in die Wand geschmissen. 0 Punkte und dadurch Michael Schumacher den Sieg geschenkt. David Coulthard hat es auch verhauen, hat einen doofen Schnitzer in der Rivazza gemacht und hat sich mit seiner Zwei-Stop-Strategie von Michael Schumacher überrumpeln lassen. Der war zwar auch auf zwei Stops, hat es aber besser umgesetzt. Heinz-Harald Frenzen hier damals seinen ersten Nuller der Saison geschrieben. Hoffentlich passiert das heute nicht wieder. Denn Frenzen ist ja schon zweimal ausgefallen, jetzt ein drittes Mal ausfallen. Man muss ja keinen Kunze machen.
Die 98. Aber ich bin angekommen und ich habe da auch noch die Punkte gerettet. Übrigens, alle Daten, die wir gerade geredet haben, sind natürlich von unserer Saison. Also nicht jetzt irgendwie denken, hä, da ist doch gar nicht in der Runde 18 Häkkinen ausgefallen. Oder. Häkkinen ist Ebola 99 in Runde 18 ausgefallen. Ach so, ich dachte, du musst mir zuhören. Du erzählst, ich kann toll reden und hörst mir aber nicht zu. Du weißt dann doch gar nicht, wie ich rede. Ich dachte, du redest zum letzten Rennen, da wollte ich schon auf meinen Schuhmacher nicht angekommen, ist deswegen. Wie war denn das bei uns im letzten Jahr? Häkkinen war da. Häkkinen hat 98 bei uns gewonnen. Ach ja, stimmt, nach dem Chaosrennen. Nachdem bei Williams beim Boxenstopp nicht genug Benzin geflossen ist und soweit ich weiß, Eddie Irvine damals den Sieg blöd weggeschmissen hat und Panis mit rausgerissen hat, was mich in Führung katapultiert hatte. Und du denn in Oh, was macht denn Schuhmacher? Guckt euch mal, wenn ihr Zeit habt, das Replay von Schumacher an. Der hat gerade eine schöne. Der hat gerade gezeigt, wie man die Schikane nicht nehmen soll. Scheiße. Er war gerade ein bisschen. Wieso? Hat doch funktioniert. Gut, das jetzt mit Coulthard war nicht in Ordnung, aber. Na gut. Kann passieren. Ja, letztes Jahr gab es ja hier generell ein paar ziemlich interessante Sachen. Die meisten Teams hatten damals noch die Tower Wings am Auto, unter anderem auch die Scuderia. McLaren und Williams waren zwei Teams, von denen ich jetzt noch aus dem Kopf weiß, die hatten sie nicht. Minardi müsste auch eins gewesen sein, genauso wie Arrows. Die Tower Wings nach dem Rennen ja damals verboten. Wo wir jetzt gerade mal bei Innovationen sind. Es gibt eine Innovation, die wollte ich schon in den letzten zwei Rennen ansprechen, die habe ich aber bisher nie geschafft zu erzählen. Und zwar geht es um das Benetton-Team. Und zwar hatte dieser B199 ein sehr interessantes System in ihrem Auto. Und zwar gab es Sensoren vorne an den Rädern. Und das Ganze hat sich Front Torque System genannt. Und zwar ging es darum, dass wenn der Fahrer auf eine Kurve zugefahren ist, zu spät gebremst hat, hat sich die Kraft, die auf den äußeren Reifen gewirkt hat, auf den inneren übertragen und dadurch ist der Reifen nicht stehen geblieben. Im Prinzip hat Benetton damit sowas wie ein ABS erfunden, das dann allerdings verboten wurde. Es war ein ziemlich cleveres System, das wurde allerdings dem Team dann weggenommen. Aber wie das so ist, alle Teams versuchen es zu kopieren und wenn es nicht klappt, dann wird es halt als illegal abgestempelt und dann wird es halt verboten, das kennt man ja. Ja, Imola 99, wie gesagt, Michael Schumacher, damals ein Sieg, hat damit übrigens eine Serie eingeleitet von 1999 bis 2004 hat damit immer ein Schumacher gewonnen. 2001 hat Ralf Schumacher hier seinen ersten Sieg gewonnen, die anderen Rennen hat Michael gewonnen, bis dann Fernando Alonso 2005 diese Serie unterbrochen hat. 2006 ja hier das letzte Rennen, das auch an Michael Schumacher gegangen ist. Ja, ich mache jetzt mal meine Streckenvorführung und danach schauen wir uns mal die WM-Tabelle an. Genau. Was ich bisher auch nicht erzählt habe, weil es für mich selbstverständlich ist, aber wahrscheinlich für die meisten nicht so unbedingt. Bridgestone war 99. Der einzige Reifenlieferant, gut hier ja in der 98er Saison noch vertreten. Ich selbst bin ja mit meinem Williams auf Goodyear-Reifen gefahren. Das heißt, es ist hier auch die erste Saison für mich auf den Bridgestones. Das gleiche gilt für den Basti, der hatte ja auch in seinem Jordan auch die Goodyear-Reifen dran. Obwohl das ja bei ihm nicht ganz so von Erfolg gekrönt war. Die Reifen waren eher nicht am Auto befestigt als am Auto befestigt überwiegend. Ja. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, Mika Salo ersetzt Ricardo Sonta zu diesem Rennen und vermutlich auch zu den nächsten. Grund dafür, der Sonta fühlt sich nicht so wohl und dadurch seine erste Saison erstmal ausgesetzt für BRR. Er wird zurückkommen, das ist auf jeden Fall klar. Aber Mika Salo, der ja Ende des Jahres von Arrows unverständlicherweise gefeuert wurde, vermutlich weil er keine Sponsoren mitgebracht hat, sitzt jetzt im BAR und hat sich auch nur zwei Plätze, soweit ich weiß, hinter der Jacques Villeneuve qualifiziert. Also so viel verlernt scheint er ja dann durch die Pause noch nicht zu haben. Ist ja auch hier das erste Europarennen und ja, die Teams bringen ja dann immer ihre Motorhomes mit, bevor Red Bull seine Energy Station ausgepackt hat, war McLaren immer das Team, das mit seinem Technology Center immer
den Primus, den Branchenprimus inne hatte. Aber genug davon. So, jetzt erste Kurve. Nennt sich Traguardo. Wissen nicht viele. Die meisten denken, das ganze Ding hier heißt Tamburello. Tamburello ist aber nur Turn 2 und Turn 3, aus dem wir jetzt gekommen sind. Jetzt kommt die Villeneuve-Schikane. Nicht Jacques Villeneuve, sondern Gilles Villeneuve. War ja lebende Legende bei den Tifosi. Dann jetzt die Tosa. Keine wirkliche Haarnadel, mehr eine Spitze links nach oben, den Berg rauf. Jetzt geht es zur Piratella-Kurve, die nie umgeändert wurde. Die war immer so erhalten, wie sie hier ist. Das Kiesbett war auch bis 2006 da vorhanden. Jetzt geht es runter, Aqua Minerali. Hier gab es früher eine Schikane und dann die Passage hier. Das ist die ekelhafteste Stelle im Kurs. Dann jetzt Variante Alter. Relativ witzige Schikane. Diejenigen, die unsere 98er-Saison gesehen haben, werden sich erinnern, wie viele Autos sich da überschlagen haben, gedreht haben. Ja, Schumacher ja auch gerade. Jetzt dann runter, Rivazza 1. Ist ein bisschen schwierig einzusehen, wenn man zu spät bremst, hängt man sofort im Kiesbett. Das ist David Coulthard hier 99 passiert. Rivazza 2 ist dafür viel einfacher. Die ganze Rivazza ist ein bisschen eckiger geworden. Und jetzt Variante Barca, die letzte Kurve, an deren Ausgang sich Mika Häkkinen das Auto zerstört hat, 99, und das war die Runde. Insgesamt ein sehr traditioneller Kurs. Es war nie unbedingt sehr spannend hier damals, aber mir haben die Rennen hier größtenteils immer große Freude gemacht. Und ich denke mal, mit den heutigen Pirelli-Reifen wäre die Strecke tatsächlich auch eine, die sicher interessant wäre. Der Kurs fördert nicht unbedingt Überholmöglichkeiten, weil es im Prinzip eine Stop-and-Go-Strecke ist. Aber wenn man die eine oder andere Kurve wegmachen würde, wie zum Beispiel die Villeneuve-Schikane, dann würde tatsächlich vermutlich was in der Tosa gehen, weil das die einzige Stelle ist, die annähernd sowas wie eine Haarnadelkurve ist. Wenn man die Bassa-Variante wegmachen würde, was ja geschehen ist nach dem Der ist übrigens wieder da, der war ja in Brasilien nicht da, weil da ja auch ein kleiner Unfall vorgelegen hat und er die Rennerlaubnis nicht gekriegt hat. Ja, die Variante Bassa ist ja nach dem Umbau nach 2006 entfernt worden. Ich habe seitdem keine Rennen mehr gesehen, die in Imola, oh, gute Arbeit, die in Imola ausgetragen wurden. Allerdings glaube ich nicht, dass man da in Tamburello überholen könnte, weil Tamburello eine Schikane ist und der Vordermann muss nur auf die Innenseite gehen. Ach, Frenzen übt wieder. Und ja. Dann kann der Vordermann nicht vorbeifahren. Generell ist durch den Umbau 94-95 viel von dem ursprünglichen Charakter ja verloren gegangen, aber dennoch ein Klassiker. Das war im Prinzip das, was ich damit sagen wollte. Und jetzt kommt viel geredet, wenig gesagt. Ja, viel geredet, wenig gesagt. Jetzt kommen erstmal die Punkte. Genau. Da führt der Basti mit 20 Punkten vor mir. Mit 12, das ist immerhin mehr als ich letztes Jahr um die Zeit hatte, da hatte ich nämlich noch 0. Ja, und ich hatte, glaube ich, auch 0. Ja, du hast ja die ersten 3 Rennen mehr durch Abwesenheit geglänzt. Genauso wie dein damaliger Teamkollege, der jetzt auf der 2 steht. Also Williams scheint auch dieses Jahr wieder ein gutes Auto gebaut zu haben. Da bin ich mal gespannt, was sie dann im Rennen draus machen. Ja, ich frage mich, was der Ralf heute schafft, wenn er was schafft. Und ja, bei den Konstrukteuren führt Ferrari vor McLaren, also ideale Ausgangslage für den San Marino Grand Prix, um die Tifosi glücklich zu machen. Also man darf gespannt sein, wie es hier ausgeht. Man sieht ja auch einige Startübungen. Und ja, das ist ja Europa-Auftakt und wir können ja mal reinhören, wie die Fahrer denn bisher ihre Leistungen beurteilt haben, sowohl ihre eigenen als auch die vom Team. Wir können ja mal direkt den WM-Leader fragen. 2 Rennen zur Saisonbeginn gewonnen, den ursprünglichen Nummer 1-Fahrer bisher klar in den Schatten gestellt. Wie sieht's denn aus bei Ferrari? Im Moment sieht's eigentlich ganz gut aus bei Ferrari.
Mir gefällt nur nicht, dass der Schumacher irgendwie im Qualifying Probleme hatte, denn er hatte die Speed, aber da wurde schon hinter den bei uns gesprochen in der Box und er hatte einfach Probleme mit dem Gas. Er meinte zu unserem lieben John Todd, das ging einfach nicht mehr. Kurz vor der letzten Schikane wollte einfach das Auto kein Gas mehr geben und dann ist er auch direkt an die Box gekommen. Also deswegen auch die schlechte Platzierung. Aber das wird auf jeden Fall noch besser mit unserem Schumacher. Weil der will natürlich nicht, dass der neue Fahrer ihn gleich irgendwie in den Schatten stellt. Und ich hoffe eigentlich auch darauf, dass er wieder kommt. Denn ist doch immer ganz spannend mit zwei McLarens, weil die McLarens sind ja meistens immer stark. Und zwei Ferraris vorzusehen. Und das wollt ihr ja auch sehen. Ich denke mal, das gefällt euch schon am meisten, dass der Schumacher überhaupt noch da ist. Weil ich hätte ihn, glaube ich, auch feuern können. Aber das tue ich lieber nicht. Denn ich fahre gerne mit dem Schumacher. Der hat mir auch im Training ein bisschen geholfen. Aber ich will jetzt nicht so lange reden. Ich will jetzt das Wort zum Bubi übergeben, weil da scheint es noch ein paar Probleme zu geben. Bei dem Jordan. Ja, Jordan kann natürlich absolut überhaupt nicht zufrieden sein. Bis jetzt mit den beiden Rennen noch kein Auto hat es bis ins Ziel geschafft. Gut, teilweise vielleicht auch durch Eigenverschulden in Australien. Der Unfall sogar zwischen beiden Fahrern. Da war eine Menge Gesprächsbedarf. Wir haben viel geredet, viel getan. Einige Neuerungen am Motor gibt es ja jetzt auch schon. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir wieder auf die richtige Spur mit dem Jordan zurückkommen. Platz 7 in der Qualifikation heute ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt heißt es natürlich, den Wagen ans Ziel bringen und das möglichst weit vorne. Ja, Daniel. Das Wort geht an dich. Ja, was soll ich sagen? Also, natürlich sind wir bisher relativ konstant gewesen im Windschatten von Ferrari. Für die Europarennen erwarte ich mir jetzt allerdings etwas mehr. In Melbourne wäre vielleicht der Sieg drin gewesen, aber der wurde mir ja böse von meinem Teamkollegen genommen. Da ist allerdings nicht allzu viel böses Blut geflossen. David hat die Schuld sofort auf sich genommen und ich denke, sowas sollte eigentlich nicht mehr passieren. Also wie gesagt, es gab ja für mich relativ viele Änderungen. Einmal der Wechsel von den Goodyear auf die Bridgestone-Reifen und dann auch den Teamwechsel zum McLaren-Team, wo das Auto momentan nicht allzu sehr meinem Fahrstil entgegenkommt und ich mich da doch sehr anstrengen musste, das Auto auf die zwei jeweils in Melbourne und in Sao Paulo zu kriegen. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin aber relativ zuversichtlich und die wirklich interessanten, wichtigen Rennen, die kommen ja erst noch. Es ist jetzt einfach nur wichtig, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen, damit wir am Ende, wenn es dann drauf ankommt, möglicherweise sogar in der WM vorne liegen oder nicht allzu weit weg, um vielleicht dann nach dem letzten Rennen, dann wenn es zählt, die WM-Führung nochmal zu übernehmen und natürlich den Titel zu verteidigen. Allerdings, der Titel muss jetzt auch nicht zwangsläufig in diesem Jahr schon kommen. Wie gesagt, ich für 3 Jahre bei McLaren unterschrieben und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht 2000 oder 2001. Aber bisher bin ich relativ zufrieden. Nicht ganz, aber relativ. Zumal die Saison ja noch lang ist und noch ziemlich viel passieren kann. Ich meine, wir haben jetzt 2 Rennen von 16. Genau. Da ist noch gar nichts entschieden. So sieht's aus. Und ich weiß ja, wie konstant mein derzeitiger Konkurrent ist. Oh. Auf eine Runde schnell, aber das war's dann auch. Das habe ich irgendwie. Ja, ich würde mal sagen, genug der Worte, oder? Ja, ich muss kurz was testen. Ich bin gerade irgendwie an einem Knopf an meinem Lenkrad gekommen. Okay, alles ist in Ordnung. So, seid ihr denn bereit? Haben wir irgendwas vergessen? Punkte haben wir gezeigt, Interviews haben wir gegeben, Startaufstellung haben wir durch. Ubi, bist du denn auch bereit? Sowas von. Gut, dann kennst du ja unser Prozedere, oder ihr kennt es auch. Nach einem kurzen Werbespot sehen wir uns wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind die wieder. Jetzt wird's ernst. Zum dritten Mal in diesem Jahr. Meine Anzeige scheint schon kaputt zu sein. Ich habe irgendwie... Was zur Hölle? Es sieht irgendwie alles anders aus, als ich es in Erinnerung habe.
Irgendwas ist kaputt gegangen. Aber naja, das wird sich noch regeln, hoffentlich. Achso, ich hab... ich weiß, was es ist. Egal, das wird schon funktionieren, alles. Hauptsache, ich hab meine Benzinanzeige. Auf geht's. Viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß euch da draußen. Los geht's. Gute Start von Ralf Schumacher. Oh, der ist stehen geblieben. Ich glaube, das war McLaren. Am Start doch ist mal alles recht zivilisiert über die Bühne gegangen. Anders als im letzten Jahr damals. Gab's ja. Wir sind einige ohne Frontflügel unterwegs, um dich mal zu verbessern. Und hier vorne lief zumindest alles glatt. Ja, ihr seht schon, meine Plugins sind ein bisschen anders. Ich habe meinen Airfork da oben geändert. Sehr schön, vielen Dank. Das war's für mich. Oder abgeschossen. Gut. Und schauen wir nochmal kurz, wer es hier war. Zeit zurück ging mit. Ja. Und dann linke Pfeiltaste. Mal schauen, wer es war. Das war natürlich ein kurzer Ausflug. Denn das war Zanardi, der mich da schön abgeräumt hat und auch dieses Rennen ganz schnell wieder zerstört hat. Rennen auch ohne Frontflügel unterwegs, also für die Jordans ein Katastrophenstart sozusagen, der dritte in Folge. Wer live, der ist jetzt schon an der Box. Holt sich den neuen Flügel. Gut. Ganz eng da vorne zwischen. Ja, ich muss mich erst noch meine ganze Sicht hier gewöhnen. Nach wie vor gelb geschwenkt. Bei euch Wurz und Trulli sehr eng beieinander, da um... Wurz hat einen Raketenstart gehabt. ...dritten Platz. Wir müssen uns danach den Start nochmal angucken, irgendwas hat da nicht gepasst. Seit irgendwer ist da, glaube ich, stehen geblieben oder ganz, ganz schlecht weggekommen. Ich vermisse David Coulthard. Ja, ich glaube auch, dass er das war. 15. Gut hat. Ich ärgere mich auch gerade, dass ich wieder nur zugucken kann. Ganzen aber schon wieder auf der 10 vorne. Und ja, bei mir soll natürlich nicht links das 2011er hat sein. Das hat sich hier eingeschlichen. Drei, vier, sechs, sieben Fahrer bereits ausgeschieden durch Unfall. Wo ist eigentlich der Ralf? Ihn an der Box. Letzter Platz. Ja, toll.
Amadi hat auch keinen Frontflügel mehr, fährt jetzt an die Box. Maha auch ohne Frontflügel auf der 7. Ganzen 8er, Villeneuve 9er, Coulthard auf der 10. Herbert 11er, Salo 12er und der Rest bereits ausgeschieden. Okay, Zanardi, jawohl. In der Box herrscht Chaos, wie man hier sieht. Ralf Schumacher in die Wand gedrückt, der ist damit jetzt ausgeschieden durch Zanardi. Zanardi hat Schumacher angeschoben. Und mal gucken, ob er beschädigt, der jetzt dadurch aus der Box kommt. Verbessern, jetzt sind wir noch 12 Fahrer auf der Strecke. Wann brechen wir das Rennen ab? Bei 3. Alles klar. Ach, ernsthaft. Fahrt da ganz gut vorne weg, Wurz und Rulli hinter euch. Könnt euch da im Moment nicht folgen. Gibt ein Riesenloch zu Olivier Panis. 30 Sekunden. Harald Frenzen jagt jetzt Jacques Villeneuve um den letzten Punkt hier. Schauen, ob daraus was Gutes erwächst und ob wenigstens einer der Jordan vielleicht mal endlich Punkte holen kann. Die Zielsetzung vor der Saison war definitiv eine andere. Und der neue Fahrer aus den geschlossenen Fahrzeugen jetzt schon dreimal hintereinander ausgeschieden. Und Jana Trulli ganz, ganz eng beieinander. Auch um Platz 3 am Kämpfen. Trulli jetzt mit dem Angriff. Berührung. Trulli kommt da vorbei nebeneinander. Und das wird eng. Immer noch nebeneinander. Jetzt hat Trulli sich durchgesetzt. Ist vor Wurz. Und der Gegenangriff und Wurz wieder vorne. Schumacher mit der schnellsten Runde übrigens gerade. Jetzt in die Schikane. Wenn man erstmal nur Heinz-Harald Frenzen hinter Jacques Villeneuve herzufahren. Ohne weiter angreifen zu wollen oder vielleicht auch zu können. Der Salo jetzt auch ausgeschieden. Jetzt sind wir noch 10 Fahrer im Rennen. Muss eine Riesenkollision in der ersten Kurve gegeben haben. Da liegen überall Teile. Jetzt abreißen lassen. Du, Alexander Wurz, jetzt ein bisschen absetzen.
Ja, und dann geht der McLaren das erste Mal an die Boxengasse. Der Woods ist vorbei. Uli fährt vorbei. Kommt auf Platz 4 wieder raus. Der Ferrari da auf Abwägen. Der Führende zum dritten Mal in Folge, Sebastian Gunther hier. Ob er das nach Hause holen kann, werden sehen. Der McLaren hat sich da gedreht durch die Schikane, aber alles ist noch ganz. Hat auch noch genügend Abstand zu Olivier Panis. Der fährt. Wurz und Trulli haben sich gegenseitig vernichtet. Also Trulli und Wurz Platz 3 und 4 auch ausgeschieden. Schauen wir, ob wir nochmal sehen können, was da passiert ist. Nochmal zurück. Und Wurz durch die Schikane, Trulli eigentlich mit sehr viel Abstand dahinter. Und verbremst sich durch den Ergreifung, geht hier ins Kiesbett und kommt ohne und dreht sich dann beim Rauskommen wieder und nimmt Uli mit. Okay, das ist natürlich unstimm. Das heißt, wir sind jetzt noch mit 8 Mann und Michael Schumacher wieder ohne Frontflügel, habe ich gerade gesehen. Er hat jetzt also doch ein Chaos sein, genau wie 98. Ronaldi 7, Herbert 6, Heinz-Harald Frenzen jetzt auf der 5 im Moment. Würde damit die ersten beiden Punkte für das Jordan-Team einfahren können. Villeneuve 4., Panis 3. Und der McLaren wieder mit Schwierigkeiten in der Schikane. Aber immer noch auf Platz 2. Der Ferrari zieht hier einsam seine Kreise. Gute halbe Minute Vorsprung. Ungefähr nach Hälfte des Rennens. Man ist an der Box. Jetzt Panis überholt von Villeneuve, Frenzen und Herbert kommt kurz vor Zanardi wieder auf die Strecke. Und Zanardi mit einem Fahrfehler geht jetzt hier Ausgang aus der Kurve. Dies geht aber weiter. Der Schumacher auf der 8, aber immer noch dabei. Das können viele andere im Moment nicht von sich behaupten. Und jetzt der Führende, der Ferrari an der Box. Vorsprung müsste eigentlich reichen. Kommt er schon wieder raus, ist schon wieder auf der Strecke. Der McLaren. Ja. Dann ganz langsam.
geht nicht mehr vorwärts. Karre geht nicht mehr vorwärts. Das war's. Ist kaputt gegangen, Lars. Kein Vortrieb. Fällt ab. Damit sind wir noch zu siegt auf der Strecke. Das natürlich jetzt nach zwei zweiten Plätzen und eigentlich nur einen guten Start für den McLaren, auch ein hartes Los. Habe ich schon nach dem Boxenstopp gemerkt, dass irgendwas mit dem Auto nicht in Ordnung war. Wir können ja noch mal schauen. Und jetzt auch der Ferrari mit dem ersten Abflug. Ja, in meiner Lieblingskurve. Was sagt denn, das muss ja da stehen, wenn irgendwas Fleisch kaputt ist? DNF. Okay, schade. Sonst hätte der vielleicht Motor oder irgendwas gestanden. Nein, nein, wenn ein Motor gewesen wäre, der hätte geraucht. Ja. Sieht sogar schon fast nach Podium für Jordan aus. Das ist auch erfreulich, würde ich sagen. Ja und nein, aus meiner Sicht. Denn das nimmt mich gerade Druck von meinen Schultern, zumal er die Geschichte in der ersten Kurve natürlich wieder ein eigener Fehler war, der sehr, sehr ärgerlich ist. Der einfach der mangelnden Erfahrung auch zuzuschreiben ist. Und dann eben Zanardi, der da meint, ich muss jetzt vorbei, auch wenn da ein Auto ist, dann fahre ich halt durch ihn durch. War meiner Meinung nach ein klares Abschussmanöver. Das hätte nicht sein müssen. Das wird sich hoffentlich die Rennleitung dann später nochmal ansehen. Wir werfen auf jeden Fall einen Blick drauf. Aber das Rennen ist ja auch erst vorbei, wenn man die Ziellinie überquert hat und ein netter Mann oder Frau die Flagge schwenkt. Währenddessen fährt Zanardi die schnellste Runde des Rennens, wo gerade über ihn geredet wurde. Ja, der möchte vielleicht doch noch einen zweiten Punkt, der jetzt von Frenzen besetzt wird, war an der Box. Übrigens, der Jordan ist jetzt auf Platz 5. Plätze 4, 5 und 6, alle in Sichtweite. Also hier ist hinten noch nichts entschieden. Und mit ganz viel Unglück, der Antrag so, mit ganz viel Unglück könntest du deine drei Autos vielleicht sogar bekommen. Drei Autos? Naja, wegen Abbruch. Ach so. Ja, aber jetzt gibt's ja schon die ganzen Punkte. Herbert ist auf Abwägen. Ist ja schon über. Ja, na klar. Das war extrem. Ja, der hatte, glaube ich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, keinen Heckflügel mehr. Er ist in Rivazza abgeflogen. Damit wird Panis jetzt Platz 2 bei mir. Was ein Rennen. Ey, hätte ich der am Anfang den Fehler mal nicht gemacht. Der ja einen solchen Jahr 98 hatte. Was ist das? Der Mutter war sehr langsam. So, und da kommt die Dreiergruppe. BAR gegen Jordan. Wer wird's holen? Und man darf den Zanardi da hinten nicht vergessen. Italiener in Italien. Damit jetzt, wie gesagt, in der Box. Die Dreiergruppe. Je nachdem, wie viel da jetzt kaputt gegangen ist, könnte für Michael Schumacher dann nochmal ein Punkt rauskommen. Aber im Moment hat er noch fast 5. Ach nee, jetzt sind es nur noch 14 Sekunden Rückstand auf Herbert. Ich werf wieder einen Blick auf Frenzen und Villeneuve. Was macht mein Teamkollege hier in diesem Oh, der ist langsam. Der ist langsam. Der wird gerade sehr langsam. Gehen wir mal rein. Paar Fehler gemacht. Nee. Als ob der Gang nicht funktioniert hätte. Ja, Ralf Schumacher auch mit DNF, das scheint auch ein technisches Problem. Das war kein technisches Problem, das habe ich auf Kamera
Ja, Zanardi ist direkt hinter ihm in die Box gekommen und dann wollte der Ralf losfahren und ist einfach rechts in diese weiße Mauer gefahren und kam nicht mehr raus. Eben jener Zanardi nochmal in der Box, der hoch und da raus. Na, der müsste eigentlich um Herbert. Ja, der kommt jetzt, der ist durch. Ist durch. So, und Michael Schumacher sollte es, na, der schafft es nicht, weil Zanardi... Ja, genau das doch, hatte Zanardi. Ralf Schumacher nämlich auch. Genau das Gleiche. Damit haben wir noch 6 Fahrer. Vermutlich Alessandro Zanardi jetzt auch draußen. Und wenn es jetzt geht, der Jordan wieder. Ist jetzt direkt im Heck. Von Villeneuve. Und da kommt der Angriff. Aber das ist mutig. Wahnsinn. Und da fliegt er ab. Nein, Heinz Harald, nein. Das kannst. Aber er kriegt's. Aber das war mutig. Das schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Da hat der Fremd, er hat den Villeneuve da richtig überrumpelt. Der Villeneuve hat gar nicht geglaubt, dass er da kommt. Und dann kommt er aber zu weit am Rand aus den Randstein, weil er mit zu viel Schwung in die Kurve reingefahren ist. Ja, und jetzt muss er dann halt in den letzten 6 Runden gucken, ob er da nochmal rankommt. Aber Villeneuve hat jetzt erstmal wieder Luft zum Atmen. Aber ich glaube, Villeneuve hat ein ähnliches Problem wie Frenzen. Aber bei Frenzen war es der 5. Gang. Bei Villeneuve ist irgendwas mit dem 3. Arnis fährt vorne mit seinem Prost auf der 2. Nach seiner 10 Plätze Strafe übrigens. Ganz hinten gestartet. Und fährt jetzt auch zumindest im ersten Sektor absolute Bestzeit. Michael Schumacher hat es tatsächlich geschafft in die Punkte von Rang 19. Natürlich auch begünstigt durch die vielen Ausfälle, aber Platz 6 ist natürlich für einen Mann seines Kalibers keine Platzierung, auf der er ankommen möchte. Bisher eh nur 4 WM-Punkte, auch bedingt durch seine Rennsperre in Melbourne. Ja, wir haben sein Team. Können ja mal Rundenzeitenvergleich machen. Holt in 36. Ja, der Schumacher fährt schnellere Rundenzeiten als Herbert. Vielleicht geht da noch mal was. Und der Frenzen schließt auch wieder auf. Er kann den Villeneuve sogar erahnen. Vorne fährt er. Aber wir wissen, rankommen ist das eine. Ja, und überholen ist ihn Imola nicht einfach. Grundsätzlich 10 km/h braucht man mehr. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie schnell der Jordan auf der Geraden war. Ansonsten muss das wieder so machen wie gerade. Irgendwo angreifen, wo der Villeneuve nicht mitrechnet. Aber der Jacques Villeneuve ist ein Weltmeister, der wird sich nicht zweimal an derselben Stelle überrumpeln lassen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Frenzen es wieder schafft, da ranzukommen. Sieht man den Abstand hier ganz klar im Bild. Und der Abstand Herbert Schumacher, der ist auch noch relativ deutlich im Moment. Hat aber in der letzten Runde wieder eine Sekunde abgeknapst. Der Stewart kann natürlich auch nicht mehr Ast reinlaufen. Der Abflug wird da sicherlich seine Schäden hinterlassen haben. Dass die Autos so gebaut sind, wie sie sind, hat ja seinen Grund. Frenzen hat Boden verloren. Der Ferrari fährt jetzt ganz ruhig, ganz sicher. Hat aber auch nur noch in Anführungszeichen 10 Sekunden Vorsprung auf Olivier Panis. Wir haben diese und noch 3 weitere Runden, ne?
Genau. Und wenn der Michael so weiterfährt, wird er den Herbert noch kriegen. Dann vielleicht sich irgendwo vorbeipressen. Benson scheint aufgesteckt zu haben. Der wird auch froh sein, endlich mal anzukommen. Und überhaupt Punkte zu holen für unser Team, nachdem ich schon wieder ausgefallen bin. Da wird sicher noch eine Untersuchung folgen. Michael fährt weiter volles Rohr. Jetzt haben wir 6 Sekunden, ne? Der Schumacher, die der Herbert vor dem Schumacher ist. Aber es sind halt auch nur noch 2 Runden. Und der Herbert in der letzten Runde 1:28.3 gefahren, Michael Schumacher 1:30.9. Das wiederum hört sich ja eher so an, als würde alles so bleiben, wie es jetzt aussieht. Auch wenn wir auch vorne nur noch einen 6 Sekunden Abstand haben. Das sind keine 6 Sekunden mehr vorne, das sind nur noch 3. Da war was. Oh ja, es sind nur noch 3 Sekunden. Wenn es so weiterfährt, wird es vielleicht doch noch mal spannend. Jetzt kurz vor Schluss. Rivazza. Ja, da kann man nur gratulieren. Drea. Und da ist der Panis durch. Ist durch. Gib da den Sieg doch noch kurz vor Schluss ab. In Prost. Abstand 2,8. Obwohl das für mich mehr so aussieht, als ob er ihn hat rankommen lassen. Dafür ist der Abstand in den letzten 2 Runden zu extrem geschrumpft. Abstand 3,0. Das war ein Auslassen der Schikane. Wenn er keinen Vorteil dadurch hat, ist okay. Ansonsten nicht gut. Obwohl, das hat mir den Anschein, als ob er rollen würde. Da blinken Leuchten. Er hat keinen Sprit mehr. Der hat sich vertan beim Sprit. Das gibt's ja nicht. Olivier Panis beginnt jetzt die letzte Runde. Und bei Ferrari hat man sich offenbar mit dem Sprit vertan. Deswegen so langsam. Da hat man sich verkalkuliert. Was für ein Fehler. Und der Villeneuve kann da auch noch durchrutschen. Ich würde sagen, jetzt rutscht der Villeneuve noch durch. Na, das wird eng. Na, aber das reicht. Das reicht. Olivier Panis. Ist jetzt direkt dahinter. Ist noch nicht die letzte Runde übrigens. Doch, ist es. Ne, 19, bei mir ist 19 von 20. Ah, stimmt, wir haben noch 3 Runden. Dahinter kommt der Jordan. Michael hat jetzt arg abreißen lassen müssen. Die Reifen da wohl sehr strapaziert, um da überhaupt in die Nähe von den Herbert zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Panis keinen groben Schnitzer macht, kann er hier tatsächlich seinen zweiten Grand Prix Sieg holen. Und was wäre das für eine Erleichterung für den Mann, der
in der letzten Saison so harte Kritik hat einstecken müssen, von Trulli stark in den Schatten gestellt wurde. Hat hier alle Chancen. Und das wäre natürlich auch für das Pro-Team insgesamt ja, ein unheimlicher Prestigegewinn. Eine Endzeit, also das war doch schon die letzte Runde. Panos gewinnt. Hat gewonnen. Dann hätte ich doch noch die Runde fahren können. Ja, eben, ich wollte schon sagen. Und Jacques Villeneuve wird Zweiter. Und Ferrari hat den Sieg an der Zapfsäule verschenkt. Na, nicht schon an der Zapfsäule, es war einfach die Anzeige, die mich angelogen hat. Und Heinz-Harald Frenzen in Jordan das erste Mal angekommen auf dem vierten Platz. Mit Donny Herbert rettet sein Stuart Ford auf die 5. Und Michael Schumacher, na, will er den Punkt noch oder nicht? So wie er diese Watzer genommen hat, sah es nicht so aus. Er ist dann vielleicht doch noch weg. Das holt er sich jetzt nach Hause. Ein Punkt noch für die Ferraris. Zanardi steht immer noch an der Boxenmauer. Ja. Wo kann man eigentlich nochmal, welche Taste ist nochmal der Chat unten links? Keine Ahnung. B vermutlich, keine Ahnung. Nee, es hat mir nämlich auch nicht angezeigt von wegen One Lap to Go. Ja, jetzt wäre hier auch erst so eine... Na, scheiße. Ich hatte genug Benzin, ich dachte, das wäre noch eine Runde. Dann hätte ich nicht mehr genug gehabt. Also war der Boxenstopp unnötig. Ach, hallo Schumacher. Ja, aber dann ist meine Aussage ja noch umso richtiger, dass Ferrari den Sieg an der Zapfsäule weggegeben hat. Denn genau das ist ja dann passiert. Jacques Villeneuve hat zum Beispiel kein Benzin mehr. Und keine Reifen. Ja, da ist der Frenzen für verantwortlich. Naja, das kann er gut. Donny Herbert geht auch noch mal ein bisschen rein. Donny, vom Schieben wird es nicht besser. Ja, aber die Sensation schlechthin, man kann es echt nicht anders sagen. Olivier Panis holt den ersten Sieg für das Pro-Team. Unglaublich. Wirklich krass. Jacques Villeneuve holt die bisher beste Platzierung für das noch junge BAR-Team. Heinz-Harald Frenzen holt die ersten Jordan-Punkte. Wobei die natürlich auch schon in den letzten Rennen relativ gut unterwegs waren. Ah, dann heißt es für mich im nächsten Rennen... Ja, ich hatte meinen R-Faktor doch von der einen auf die andere Festplatte geschoben, was jetzt auch besser funktionierte. Aber... Ja... Ach ja, Zanardi kriegt übrigens auch noch... Nee, kriegt er nicht. Was kriegt der, einen feuchten Händedruck? Ja. Ja, und dann hatten sich meine Plugins irgendwie kaputt gemacht. Jedenfalls nur fürs Rennen, für alles andere funktionierte alles. Und ja, dann stand ich an der Startlinie und dann war auf einmal alle Anzeigen komplett anders als sonst. Und somit dann auch die Rundenanzeige anders. Die dann nicht so gezählt hat, wie ich es eingestellt habe, sondern so gezählt habe, wie das Spiel zählt. Und dann habe ich, ja, gesehen, dass ich noch 2 Runden Sprit habe, aber erst in der 18. bin. Oder 2,8 Runden Sprit, aber erst in der 18. Runde. Das hätte geheißen, noch 2 Runden komplett durchzufahren, beziehungsweise 3. Und dann habe ich gesagt, okay, gehst du lieber an die Box, der hat dich eh gerade überholt. Und dann hat es ja doch noch gereicht. Hätte es eigentlich noch gereicht, aber naja, egal. Dritter Platz ist auch gut. Immerhin Punkte geholt. Wie viele sind das? 4, oder? Ja. Hätten 10 sein können. Egal. Trotzdem fühlst du immer noch sehr gut. Rattle DNF. Keine Ahnung, was da kaputt gegangen ist. Ich guck's mir später nochmal an. Und der Bubi erste Runde kaputt gegangen. Da ist im Prinzip nicht viel zu gucken bei mir. Ich bin aus der Rivazza raus und dann ging's nicht weiter. Ja, denn aber jetzt schon mal hier die Punkte, würde ich sagen. Wie auch gerade angekündigt vom Bubi. Genau. Da führst du mittlerweile mit 24 zu 12. Also mittlerweile auch mehr als ein Grand Prix-Sieg. Also du wirst die Führung auch nach Monaco behalten, wenn es ganz schlecht läuft für dich. Olivier Panis macht natürlich einen Riesensprung, genauso wie Jacques Villeneuve.
Brinson sorgt dafür, dass Jordan nicht mehr Elfter von 11 Teams ist. Ja, und Michael Schumacher nach 3 Rennen nur 5 Punkte. Wird er sich auch anders vorgestellt haben. Ja. Wobei da ja das Problem schon in der Qualifikation angefangen hat. Und so wie es momentan aussieht, hat er noch extrem an der Rennsperre in Melbourne zu knacken. Ja, gerade ja, wo der andere Ferrari in Melbourne ja sehr, sehr stark war. Genau. Und Michael vielleicht da den ein oder anderen Punkt sicherlich hätte auch mitnehmen können. Ja. Ja, egal. Nächstes Mal läuft das dann für mich besser, hoffentlich. Auch wenn ich mir ganz sicher war, dass ich jetzt das gewinnen würde, weil der Rettel meinte, als er meinte, okay, er rollt aus, dachte ich mir, yay. Und dann habe ich meinen Sprit gesehen und dachte mir, okay, meine Anzeige. Und dann, ja, habe ich nicht daran gedacht, mal vielleicht zu fragen, welche Runde ist es denn? Weil ich mir dachte, okay, die Anzeige wird schon richtig sein. Aber dem war dann doch nicht so. Und ja, die neuen Anzeigen im Ferrari-Lenkrad sind nicht so zuverlässig, die wir heute mitgebracht haben nach San Marino. Deswegen werden wir ein bisschen umbauen im Sinne von Monaco. Habt noch irgendjemand von euch irgendwas zu sagen? Auf nach Monaco. Schnell vergessen, weiterarbeiten, besser machen. War kein gutes Rennen für jeden. Und das wie letztes Jahr auch ein Chaosrennen gewesen. Viel ausgeschieden. Wenn es bei uns so bleibt bei McLaren, dann wird es auf jeden Fall ziemlich tough, wie der Engländer sagen würde. Und ja, wir sehen uns wieder in Monaco. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War ja doch noch am Ende spannend. Und ein Prost hat gewonnen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ich glaube, das war auch einfach dem Chaos zu verdanken. Man muss es halt auch erstmal fahren. Ja, das muss man auch so sagen. Man muss es auch erstmal hinbringen. Und ja, wir sehen uns dann mit mehr Glück in Monaco wieder. Bis dahin. Hoffentlich. Bis dahin. Goodbye. Ciao. Und tschüss.